Ja, und dann hat das mal gedauert. Und durch solche Umstände, womöglich beim zweiten Kunden ähnliches. Sag mal, ist das Nordlicht da vorne? Das sieht so aus. Seht ihr das so ein bisschen grünlich, gelblich, die streifig? Das könnte so ein Hauch von Aurora sein, ne? Und in dieser Qualität kann man dann auch manchmal hier in Kiel sogar sehen. Je nachdem. Zumindest mit irgendwelchen Verstärkern. Ich kenne jemanden, die macht Fotos mit sowas. Die hat das drauf. Die Laura. Die kann sowas fotografieren. So, wo sind wir hier eigentlich? Guck mal, wie weit wir schon gefahren sind. Haben uns so richtig hierher gequatscht. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 hier beim Stauerzeugungssimulator. Wir sind mal kurz stehen geblieben, ne? Mal in die Stulle beißen, mal die Aussicht genießen. Da hatten wir auch da hinten die Insel mit dem Leuchtturm gefunden. Und jetzt quälen wir uns hier weiter. Wir sind auf Island unterwegs, kommen von Grönland mit Kleidung für Nordspanien. Auf geht's. Oh, erstmal Gas. Und dann die Liste. Oh. Ah, ich weiß, woran es liegt. Ich hatte den Gang nicht drin, weil ich kurzer Zeit aus dem Programm raus war. So, jetzt. Oh, na, 4.900 Kilometer noch. Stellt euch mal vor, die ganzen 4.900 Kilometer wären nur so eine Strecken hier. Mit Schotter und Bergen und wo man nur langsam fahren kann. Ja, 70 Folgen eine Tour. Apropos, habe ich bei der letzten Folge ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe noch, ich kriege immer mal wieder noch Kommentare zu dem Video, was ich gemacht habe. Eine Folge, eine Tour, die irgendwie 5 Stunden ging oder so. Das scheint manchen zu gefallen und freut mich sehr. Ich soll... ich habe mir Schaden geholt. Diese scheiß Knubbel. Da muss man echt aufpassen. Vielleicht soll ich sowas nochmal wieder machen. Mal gucken. Das ist ja natürlich schon ein langes Ding dann, ne? Kommt mal hier schadenfrei durch. Ja, guck mal, vorbeigefahren. Also, man muss schon aufpassen. Ist hier nicht die Stelle, wo ich dann abgeglitscht bin? Kann das sein, dass das hier war? Ja, war. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So eine richtige Kante haben sie dahin gemacht. Einen richtigen Bordstein. Ich glaube, das war hier. Naja. So. Sind immer noch auf der Strecke, wo wir letztens lang gefahren sind, also in der vorletzten Folge. Nur in die andere Richtung. Und da biegen wir aber bald dann gleich ab und fahren dann eben oben rum, also durch den Norden von Island. Also nicht Richtung Reykjavik runter, sondern eben die andere Seite. Letztendlich landen wir ja auch da. Ist also egal, wir könnten beide nehmen, aber warum nicht auch mal oben fahren? Aber oben ist, glaube ich, ein bisschen... Ja, ist man, glaube ich, ein bisschen länger unterwegs, ne? Aber wir werden es sehen. Also oft bin ich hier auch nicht gefahren, schon gar nicht in der nördlichen Strecke, da ich das so genau wüsste. Ah, schon wieder Schotterstraße. Eieieiei. Eieieiei. Und da kommen sie angefahren. Aber das habe ich in Norwegen und in Schweden erlebt. Und dann pam, 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 fliegen die Steinchen gegen den Lack. Fand ich toll. Ich hatte mir gerade ein neues Auto gekauft und ein paar Wochen später bin ich damit in Schweden und Norwegen unterwegs gewesen. Also bis zum Polarkreis rauf. Und dann bei den Schotterstreifen bin ich extra so langsam gefahren. Ich wollte ja mein Auto schonen. Und dann kamen sie da an. Ja, pam, 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 dann krachten immer die Steine überall gegen. Schäden habe ich dabei keine entdeckt an meinem Auto, aber das hörte sich nicht gut an. Da 480 und ich fahre nur, ja komm, 50 oder 55 können wir, glaube ich, machen. Aber mehr sollte das vielleicht nicht werden. Ich bin ja immer wieder begeistert, auch in anderen Simulationsspielen, wie gut die inzwischen die Wolken hinkriegen. Ne? Guckt euch das an, das sieht so realistisch aus. Wenn man jetzt mal so, weiß ich nicht, vielleicht so 15 Jahre zurückdenkt, wie da sowas aussah, ganz anders. Ne? Das ist ja jetzt von der Realität und der Blick nach vorne kaum noch zu unterscheiden. Hier im Nahbereich, diese Schneeberge, die sehen so ein bisschen polygonmäßig abgerundet aus. Also als wenn das so abgerundete Polygone wären. Da sieht man, das sieht in der Realität natürlich anders aus.
Aber das Gesamtbild, gerade so in der Ferne, finde ich schon fantastisch realistisch. Aber für so eine LKW-Simulation finde ich das überhaupt nicht schlimm, dass das so aussieht hier, wie es aussieht. Ja. Finde ich gut genug. Also, absolut. So, jetzt mal aufpassen. Wir müssen jetzt links fahren. Und von rechts waren wir gekommen wohl, ne? Von Reykjavik. Könnte man ja auch den Weg wieder zurückfahren oder sogar durch den Tunnel, durch den Easter Egg Tunnel. Also wer nicht gesehen hat, vor ein paar Folgen, vor zwei, drei Folgen, war, ja, bin ich ja durch den Tunnel gefahren, ne? Größte Easter Egg auf Promod. Denke ich ja mal, das größte ist. Ich wüsste nicht, dass noch was Größeres ist. Wir wissen ja von dem Tunnel durch den Ärmelkanal. So, also jetzt geht's hier die Nordroute entlang. Nordwestland, ja. Northwest. Was steht da eigentlich drauf? Egilstradur 488. Ja, ich denke mal, dass wir da hin müssen. Naja. Warum das Navi jetzt hier oben die Route gewählt hat, weiß ich auch nicht. Aber ist halt so. Macht mir auch nichts aus, mal andere Strecke zu fahren. Boah, kurvig. Auch wieder ein Funkturm. Was hatte ich in der letzten Folge erzählt? Also für mich war das hier jetzt erstmal ein paar Minuten her. Von meinem Auto. Ich habe ja geschmunzelt, als ich den Titel gemacht habe für die letzte Folge. Alto Belly, mein erstes Auto. Weil ich ja durch diesen Begriff Alto Belly an Suzuki Alto kam. Wenn sich jemand fragt, was ist das für ein bescheuerter Titel? Die meisten Titel von mir sind bescheuert. Aber ich sag jetzt ja halt mal, wie ich darauf gekommen bin. Ja, mein Suzuki Alto. Den habe ich eine ganze Weile gefahren, ja. Ach ja. Was kam denn dann? Nach dem Suzuki hatte ich für ganz kurze Zeit einen VW Golf. War das ein Einser? Ich glaube, das war ein Zweier schon. Ein Zweier Golf. Als der Suzuki Alto nichts mehr war. Ich war noch in der Lehre, aber inzwischen war ich, glaube ich, im dritten oder vierten Lehrjahr schon. Weiß ich gar nicht. Kann sein im vierten. Das war also kurz, sag mal so, vielleicht maximal 3 Monate vor dem Tode meines Vaters. Da hat der gesagt, ja gut, dann brauchst du jetzt ein neues Auto, verkaufen wir deinen. Habe ich meinen verkauft. Und dann hat er von einem Bekannten, von einem Arbeitskollegen, der hat so freiberuflich gearbeitet, ich weiß noch, wie der hieß Stenner. Von dem hielt er viel, der wohnte auch so bei Rehde da, so irgendwie 40, 50 Kilometer Richtung Norden, Richtung Holland raus. Und der sagte, der hätte ein Auto für mich, das würde er verkaufen. Das sollte kosten, ich glaube, 4000 Mark. Und ich hatte für meinen Suzuki irgendwie noch etwas über 1000 gekriegt, glaube ich. Und dann sagt er, komm, wir fahren hin. Und dann haben wir gesehen, ja, das ist das Auto von der Frau. Die Frau hat gearbeitet als Journalistin. Das Auto hatte 61.000 gelaufen. Ich kann mich erinnern, ich bin mit meinem Vater dahin gefahren. Der hat das Auto dann auch hochgefahren. Sind wir extra zu einer Werkstatt gefahren. Da hat er das Auto hochgebockt. Ich habe gesehen, boah, der Auspuff und alles total verrostet, ne? Ja, ja, ist aber alles tipptopp und alles läuft und alles gut. Mein Vater hat sich da bequatschen lassen. Ich hatte ja ehrlich gesagt gar nichts mitzureden. Wenn ich sagen würde, nee, das will ich nicht, hat mein Vater gesagt, ja, dann eben nicht, ne? Dann mach doch, was du willst. Also da musste ich mich schon beugen, weil er die Entscheidungsgewalt hatte und er hatte ja auch das meiste Geld, ne? Ich sollte das dann eben abstottern. Und, ja, das, ich weiß nicht, ich glaube, das war dann so, er hat das bezahlt, ich musste das bei meinem Vater abstottern. Ah, ich rutsch schon wieder hier. Und dann hier bei der. Ja, 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 wenn das hier glatt ist, musst du auch kein LKW überholen, du Sack. Ja. Und da haben wir den gekauft, 61.000. Ich weiß nicht, wie lange ich den gefahren habe. Ein paar Wochen. So ein grüner war das, da gibt's doch ein Foto von. So ein richtig eklig grüner Golf 2. War da ein 2 oder was? Ein 1er? Nee, ich glaube, das war schon ein 2er. Und dann starb mein Vater im Oktober 86 auf meinem 21. Geburtstag und ich merkte dann kurz darauf, dass die Karre immer ausging
an der Ampel und der hatte Schwierigkeiten, der startete manchmal so schlecht und man. Ja, und dann bin ich in die Werkstatt gefahren und zwar war das eine Werkstatt in Lünxe, eine VW-Werkstatt, wo mein Vater auch bekannt war, wo wir immer unsere Autos auch gekauft hatten dann sonst oder meine Eltern zumindest immer die Autos auch das von meiner Schwester da gekauft und da immer in Inspektion. Also da waren wir gute Kunden und die kannten auch mich. Und da bin ich hingefahren mit dem Auto und sage, hier, das macht Schwierigkeiten. Also bleibt immer, geht immer mal aus und lässt sich wieder schlecht starten. Also irgendwie, das ist Kacke, was ist da los? Und dann haben die gesagt, ja, gucken wir mal nach. Und dann bin ich am nächsten Tag hin. Ja, haben sie gesagt, also da ist alles ausgeschlagen und das ist nichts mehr. Das Auto ist auf, das könnte ich vergessen. Ja, ich sage, hören Sie mal, ich hatte gerade mal 60.000 runter. Ne? Für damals war das zwar schon noch mehr als heute. Aber was sagt er? Nee, der hat 160.000, also 60.000 kann gar nicht sein. Na, da wurde mir also gewahr, dass mein Vater und letztendlich ja auch ich von dem Stenner, von dem Typen übers Ohr gehauen wurden. Ne? Ich hatte auch schon gedacht, Mensch, die ist, hat den wer weiß wie lange schon gefahren, das Auto war schon älter, die ist als Journalistin unterwegs. Und dann sieht er schon so abgeranzt aus. Ja, der hat ja doch bestimmt schon mehr runter. Durfte ich aber nicht sagen, ich hätte nicht gewagt, da was zu sagen. Ne? Ja. Aber war so. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, sollte der noch irgendwie, ich glaube so 900 Mark sollte der noch kriegen. Und das habe ich natürlich nicht bezahlt. Und ich habe nur darauf gewartet, dass er sich bei mir meldet, um dem nochmal habhaft zu werden. Ich hatte keine Ahnung, ich kannte nur den Namen und wusste, wo der ungefähr, in welchem Ort der wohnte. Mehr wusste ich nicht. Aber was soll ich dem auch nachweisen noch? Wir hatten doch keinen richtigen Vertrag und nichts, ne? Weil er hat dem halt vertraut. Wäre ein guter Freund, ja, ein toller Freund war das. Naja, auf jeden Fall, die Leute an der Werkstatt, ich so, ja, toll. Stand auch drauf auf dem Werkstattzettel, ne? Hier, Auto, Kilometerstand, 166.000 oder so. Ja. Das war wohl eindeutig. Ja, ich sag, was mache ich denn jetzt da? Sagten sie, das Ding ist nichts mehr. Ich sag, nehmen Sie den in Zahlung? Hat er nur gelacht, sagt er, das ist Schrott. Aber sagt er, komm, ich gebe dir für jedes Rad 100 Mark. Ah, ich sag also 600 Mark. Wieso 600? Ja, Lenkrad, Reserverad. Ja, sagt er, ist in Ordnung. Aber besser versuchen Sie, den woanders zu verkaufen. Ja, ich sag, das mache ich auch. Da weiß ich noch, werde ich nie vergessen, wie der dann sagte hier zum Lehrjungen, Lehrjungen, komm mal her, da vorne den grünen, den holst du jetzt in die Halle, da machst du eine Motorwäsche, aber 1A, ich guck mir das hinterher an. Da hat er darauf geachtet, ne, dass die Karre nochmal richtig sauber geputzt wurde, auch der Motor gewaschen wurde und so, haben sie ihn nochmal so einigermaßen geschubst. Und dann bin ich damit losgefahren. Mein Vater war ja gestorben. Und ich hatte so ein bisschen was von der Erbschaft gekriegt. Meine Mutter hatte ja geerbt und ich kriegte was ab. Ja, ich konnte mir also jetzt ein neues Auto kaufen. Ja, ich weiß nicht, da waren so irgendwie 10.000 Mark oder so, die ich zur Verfügung gehabt hätte. Ich habe sie jetzt nicht gehabt, aber meine Mutter sagte, kauf dir ein Auto und das kriegst du dann von... Na, da war eine Risikolebensversicherung von meinem Vater fällig geworden oder sowas. Auf jeden Fall hatte ich den Betrag zur Verfügung. Und dann bin ich mit meinem alten Rappelgolf immer zitternd, dass die Karre stehen bleiben könnte und nie wieder anspringt und die Gefahr war groß, von einem Händler zum anderen gefahren. Und da hatte ich nämlich damals, das wäre dann ja mein drittes Auto, unheimlich Spaß an den damaligen VW Polo Steilheck, der hieß Fox. Ja, da waren immer so weiße Streifen auf der Seite und hinten stand drauf Fox, kennt ihr die? Das muss gewesen sein, ja, 1986, 87 so. Und den wollte ich haben, in Rot. Und dann habe ich das geschickt gemacht, da bin ich mit dem alten grünen Rappelgolf von einem Autohaus zum anderen gefahren. Bin dann da rein, ja, guten Tag, ich interessiere mich für den Polo Fox und so. Ja, dann habe ich mir den zeigen lassen, dann habe ich mir den erklären lassen, dann haben wir auch über Preise gesprochen und dann Prospekte und Ausstattung. Ich sage, ja, rot soll er sein, großartig Ausstattung nicht, da musste ich schon, also viel Geld hatte ich nicht, musste schon gucken, dass ich wirklich das Billigste vom Billigen nehme, ne? Und dann habe ich dann gesagt, als sie sich schon freuten und dachten, ich glaube, ich verkaufe jetzt ein Auto. Da habe ich dann gesagt, ja, aber meinen Gebrauchten, den ich habe, den müssten sie dann schon in Zahlung geben, weil der sollte, glaube ich, ungefähr 14.000 kosten. 14.000 Mark damals. Neu, ja, damals kriegte ich einen Neuwagen für das Geld, für 14.000 Mark. Und nicht irgendwie so Dacia, ne, Volkswagen Polo. 14.100 hat der gekostet, weiß nur genau, 14.100. Rote Polo Fox, niegelnagelneu. Musste ich natürlich ein bisschen drauf warten. Und habe ich da einen gesehen. Na ja, den hier, ja, in Rot, ja, würde ich nehmen. Ja, müssen Sie aber meine Zahlung nehmen, weil 14.000 habe ich nicht. Ja, wie viel haben Sie denn? Ja, ich sag so 10.
Was, 4000 für ihren? Ja, das müsste schon. Ich denke mal, das ist doch noch wert, ne? Ja, gehen wir mal gucken. Die Leute dann Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ne, dafür gebe ich ihnen keine 1000. Ja gut, wenn sie einen Neuwagen kaufen, gebe ich ihnen 1000. Aber mehr nicht. Ja, und dann zum nächsten Autohaus. Und immer wieder das gleiche Spiel. Immer wieder das gleiche Spiel. Bis ich dann kam bei... Wie hießen die noch? Terstetten oder so? Auf jeden Fall in Oberhausen, Holten an der Bahnstraße. Da war auch so ein VW-Haus, so ein kleines. Da bin ich hin, da war niemand. Da war nur ein so ein Meister im grauen Meisterkittel. Den habe ich angesprochen, das gleiche Verkaufsgespräch geführt. Die hatten auch einen da. Und da habe ich gesagt, ja, meinen dann in Zahlung nehmen. Ich denke, das geht sowieso wieder so. Ich glaube, das war inzwischen das fünfte, sechste oder siebte Autohaus, was ich angefahren habe. Innerhalb von 2 Tagen oder so. Und immer Angst, die Karre könnte nicht mehr laufen. Ja, ja, meinen in Zahlung. Wo steht der? Ja, steht der hier draußen. Bin ich mit hier? Ah, okay, ja, gut. Gehen wir mal gucken. Ja, der lief einmal um den Wagen rum. Guckt sich den an. Ja, sieht ja noch ganz gut aus. Ja, können Sie mal starten. Ich denke, jetzt war es das. Wenn ich den Motor starten soll, ein Fachmann hört das doch, dass die Karre auf dem letzten Loch pfeift, ne? Ich den Motor gestartet. Der googelte da vor sich hin. Macht er die Motorhaube auf, guckt er ein. Ja, der hört sich ja noch ganz gut an. Ich so, hä, was ist das denn für ein Meister? Ich meine, ich habe das auch nicht gehört, ne? Aber ein Fachmann, denke ich, der hört das doch, wenn die Karre total alt und ausgeschlagen ist. Das bimmelt und klappert doch überall. Dachte ich so, ne? Nee, ja, wie viel meinen Sie, müssen Sie dafür haben? Ja, ich sag, die fehlenden 4 müssten das geben, ne? Ja, ist in Ordnung. Ich so, what? Ja, reingegangen, Vertrag gemacht. Ja, dann, wir brauchen ungefähr so 2 Wochen. Wir müssen den überführen und anmelden. Fehlefanz und Schnickschnack und hier und da und dort. 14.100 Überführungskosten geschenkt. Und dann eben 10.100 bezahlen bei Abholung. Ja, soll ich den schon hier lassen, ne? Ja, ich sag, eigentlich bräuchte ich den noch. Ich muss ja noch so ein bisschen damit fahren. Ja, dann fahren Sie damit noch rum und bringen Sie den dann eben, wenn Sie ihn abholen. Ich habe gedacht, wenn ich den da lasse, dann merken die doch in den nächsten Tagen, dass die Karre einen weg hat. Wer weiß, was die daraus drehen, ne? Also bin ich damit nach Hause gefahren, habe die Karre zu Hause geparkt und habe den Wagen nicht mehr angerührt, bis zu dem Tag, wo ich mein neues Auto abholen sollte, weil ich Angst hatte, dass der jeden Moment stehen bleibt. Ich werde die Fahrt nie vergessen. Jetzt fahre ich zu dem Autohaus, das war so 2 Wochen später, und hole mein neues Auto ab und lasse den hier dann dafür da. Hatte schon alles ausgeräumt, die Papiere schon am Beifahrersitz liegen. Denk, boah, wenn die Karre jetzt kaputt geht und nicht mehr anspringt, hoffentlich schafft er das. Bitte, 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 alter Gammelgolf. Fahr noch einmal bis zu der Werkstatt und dann ist mir alles egal. Hingefahren, ja, ausgestiegen, wunderbar, übergeben. Oh, das riecht so gut im neuen Auto. Niegelnagelneues Auto. Kilometerstand war, glaube ich, 21 Kilometer oder so. Schön einfahren. Denken Sie dran, nach 1000 Kilometer zum Ölwechsel kommen. Und ja, alles klar. Oh, mit dem neuen VW Polo Fox nach Hause gefahren. Ach, das war ein Erlebnis. Knallrot. Ja, so rot wie hier unser Truck. Ungefähr. Schön. Ja, und dann bin ich damit natürlich, klar, Neuwagen, da bin ich, die 1000 Kilometer hatte ich nach 3 Tagen, hatte ich die voll. Oder nach 2 Tagen, das ging ruckzuck, bin überall hingefahren. Hab mir dann so ein Duftbäumchen reingemacht oder so. Ich glaube, ich habe mich dann auch um so ein Radio gekümmert. Ich weiß gar nicht, ob da ein Radio drin war oder ich mir eins besorgt habe. Ja. Ja, und dann bin ich eben 3 Tage später dann hier 1000 Kilometer Ölwechsel. Macht man ja, weil ganz neue Motoren, die haben ja anfangs noch so ein bisschen Abrieb. War zumindest früher so. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Haben so ein bisschen Abrieb, dass so kleine Metallsplitterchen und so im Öl schwimmen könnten. Deswegen macht man nach 1000 Kilometern Ölwechsel, um das rauszuholen. Habe ich den Ölwechsel gemacht und da war gut. Ich habe dann aber gesehen, dass der dann irgendwie für 3.500 stand mein Golf dann bei denen als Gebrauchtwagen. Gebraucht und gut, geprüft und gut. So ein Zettel drin, so ein Schild. 3.500 Verhandlungsbasis oder was da stand. Konnte man den kaufen. Den kannst du mal sehen, ey. Da verkaufen die so einen Haufen Scheiße noch. Ich dachte, die merken das und verticken den irgendwie unter der Hand oder schlachten den aus oder was. Nee, die haben da wohl nochmal mit dem Staubtuch drüber gewischt. Vielleicht haben sie auch nochmal einen Ölwechsel gemacht. Und haben den da auf die Wiese gestellt. Ja, was dann draus geworden ist, weiß ich nicht mehr. Aber ich denke mal, Mann, wenn den einer gekauft hat für 3000, ey, der ist ja auch noch mal über den Leisten gezogen worden. Andererseits, wenn man schreibt, hier, hören Sie den an, der ist alt, der hat 160.000, aber 3.500 oder was der kosten sollte, fand ich ja dann schon viel.
Obwohl das immer noch weniger ist, als sie mir dafür gegeben haben. Das war eher so ein Rabatt für Neukauf, ne? Ja, das sind so Dinge, das war wohl 1986, ja, nee, mein Vater ist gestorben, 86 im Oktober, dann war das eher in 87 so. Denk mal, das war so vielleicht Frühling, Sommer 87. Ja, und dann bin ich damit in Rothenburg gewesen mit dem Polo, ich bin damit am Gardasee gewesen, da gibt es sogar noch einen Super 8 Film von mir, wo das zu sehen ist, der Polo. Ja, das könnte ich ja mal gucken. Vielleicht, wenn ich so richtig einen an der Marmel kriege, ne, vielleicht suche ich das raus und zeig euch den Ausschnitt, wo ihr den sehen könnt. Ich habe nämlich einen Super 8 Film, der hat Jahrzehnte überdauert, selbst gefilmt mit der Super 8 Kamera am Idrosee. Das ist ein kleiner See in der Nähe vom Gardasee in Italien. Da habe ich mal gefilmt. Freundin von mir damals, die hat da gekocht am Strand und dann habe ich einen Schwenk gemacht und da sieht man auch da auf dem Campingplatz das Auto stehen. Das war wohl 87. Eventuell war es sogar auch erst 88, aber ansonsten dürfte das ziemlich... Ah, das ist aber glatt hier. Ziemlich stimmt. Ah, das zieht sich und zieht sich hier auf Island, ne? Ich liebe das, wisst ihr das eigentlich? Das macht herrlich Spaß. Kann man so seinen Gedanken nachhängen. Und ihr könnt mir das glauben oder nicht, wenn ich alleine unterwegs bin, in der Realität mit dem Auto, dann labere ich genauso vor mich her. Manchmal laut und manchmal in Gedanken hänge ich so meinen Gedanken nach. Und das ist teilweise auch das, warum ich meinen Job eigentlich ganz gut ertragen konnte, den ich 20 Jahre dann gemacht habe, das Pizza ausfahren. Gerade wenn das weitere Strecken waren. Gut, weitere Strecken heißt, du machst natürlich dann weniger Kundenfahrten in der Stunde. Ja, wenn du so weite Touren hattest, anfangs sind wir ja bis nach Heikendorf und so rausgefahren, dann machst du nur ein bis zwei Kunden pro Stunde, kriegst natürlich auch weniger Trinkgeld, weil du weniger Trinkgeldgelegenheiten hast. Aber trotzdem, du hast deine Ruhe. Ich bin zügig gefahren, ohne zu rasen. Zügig, ohne mich, wer weiß wie, zu überschlagen. Und konnte dann auch so meinen Gedanken nachhängen. Und das habe ich immer ganz gerne gemacht. Deswegen war das eigentlich so die kurzen Touren, Dreier-Tour nur um die Ecke, wo du nach 20 Minuten wieder zurück bist und drei Kunden abgefahren hast. Das war Stress pur. Hast du aber mal so, ne? Ja, ja. Manche haben immer so gedacht, so ich hatte so den Eindruck, wenn ich sagte, was machst du denn beruflich? Ja, Auslieferungsfahrer, da Pizza ausliefern und so, ne? Ja, das ist ja, aber ist ein schöner Job, nur ein schönes Auto fahren? Das ist es überhaupt nicht. Da kann ich ja, wenn dich das interessiert, auch mal ein bisschen eingehen, dazu erzählen. Das ist ein knallharter Job. Gut, jetzt unbedingt nicht immer. Manchmal ist das auch ganz gut, so im Sommer. Da bestellen ja weniger Leute. Weil die Leute dann auch unterwegs sind oder weil sie lieber grillen und einkaufen ist auch in Ordnung. Aber im Winter oder so im November, wenn das immer düster ist und windig und Regen und ungemütlich, dann bestellen die Leute nur noch. Und dann hat man dann, muss man sich vorstellen, es ist dunkel, es ist windig, es ist regnet, es ist kalt. Und dann hat man drei Taschen im Auto. Im Fußraum ist eine, hinten am Rücksitz ist eine. Oder zwei im Fußraum übereinander gestapelt mit Pizza drin und noch eine Tüte mit Salat und Eis und was nicht alles. Und Getränke muss man dann schön auseinanderhalten und dann soll man dann eben alle drei Kunden hintereinander abfahren, weil die so alle auf einem Weg liegen. Und dann muss man natürlich dafür sorgen, dass man da zügig ist, weil wenn ich jetzt zum dritten Kunden komme und die Pizza oder was auch immer die bestellt habe, ist dann inzwischen schon kalt oder die müssten ewig lange warten. Das ist natürlich scheiße. Dann beschweren die sich, dann gibt es auch kein Trinkgeld und ne, ist ja klar. Und manchmal kann man da gar nichts für. Man hat eine Dreier-Tour, kam vor, also in der Regel sind wir jede Tour einzeln gefahren, aber ich sag mal so, jede zweite Tour war eigentlich eine Doppeltour. Aber nur dann, wenn das auch auf dem Weg so in einer Runde zu fahren ist. Ne? Ist ja klar. Aber manchmal, wenn richtig viel los war und wir hatten 50 offene Touren, die alle in einer halben Stunde ihr Essen haben wollten, dann gab es auch mal Dreier-Touren. Und wenn man dann bei dem ersten Kunden ankommt und dann hat er irgendwie blöde Angaben gemacht, dann ist das irgendwo so ein Häuschen, irgendwo in Sträuchern und Wäldern versteckt. Man sieht keine Hausnummer, kein Name an der Klingel, da muss man den nur anrufen, dann geht er nicht ans Telefon. Und dann muss man da rumsuchen, das könnte ja auch das Nachbarhaus sein. Und da kann man nicht groß lange forschen, wo ist denn das jetzt eigentlich hier? Dann habe ich das auch schon mal gehabt, dann bin ich erstmal zu dem anderen Kunden gefahren. Und dann rief mich der erste Kunde zurück, sie haben angerufen bei mir. Und die Nummer angerufen, die angerufen hat. Ich sage, ja, sie haben Pizza bestellt. Ich habe das jetzt nicht gefunden da. Ja, ja, sie müssen bei Müller klingeln. Ja, aber ich sagte, da war ich. Ich habe die Klingel gesehen, aber auf dem Zettel hier steht Meier.
Nee, nee, ich heiße zwar Meier, aber ich wohne bei meiner Freundin und die heißt Müller. Da habe ich mir auch einen Kopf gepackt. So was passierte täglich. Deswegen haben wir auch gesagt bei der Bestellung, nennen Sie uns den Namen, der an der Klingel steht. Nicht Ihr Name bitte, sondern der Name, der an der Klingel steht. Mit anderen Worten, wie du heißt, das ist uns völlig egal. Wir wollen doch wissen, wo wir klingeln müssen. Das war zu kompliziert für viele Leute. Ja, und dann hat das mal gedauert. Und durch solche Umstände, womöglich beim zweiten Kunden ähnliches, sag mal, ist das Nordlicht da vorne? Das sieht so aus. Seht ihr das so ein bisschen grünlich, gelblich, die streifig? Das könnte so ein Hauch von Aurora sein, ne? Und in dieser Qualität kann man dann auch manchmal hier in Kiel sogar sehen. Je nachdem. Zumindest mit irgendwelchen Verstärkern. Ich kenne jemanden, die macht Fotos mit sowas. Die hat das drauf. Die Laura. Die kann sowas fotografieren. So, wo sind wir hier eigentlich? Guck mal, wie weit wir schon gefahren sind. Haben uns so richtig hierher gequatscht. Aber wir sind mitten in der Nacht. Dann kann das schon sein, dass die Aurora, wie heißt die? Aurora Borealis? Dass wir die sehen können. Das ist aber nur so ein Hauch, eine Ahnung davon. Mehr nicht, ne? Nur ein Hauch. Weil so weit im Norden ist das ja gar nicht. Aber weiter als Dänemark oder wir hier. Komm, fahren wir die rechte Spur, wie ich das gehört. Ich bin zu schnell trotzdem. Hier muss man ja nicht übernachten, das ist ja hell genug, um was zu sehen. Da fahren wir durch, ne? Da übernachten wir dann da, wo es auch wirklich dunkel wird nachts. Ach, guck mal, hier steht einer an der Bushaltestelle, siehst du? Hier ist ja richtig was los mitten in der Nacht. Guck mal, Suez. Fährst du bis zum Suezkanal? Ab, der fährt durch. Danke, dass du mich reinlässt, auch wenn es nicht ganz freiwillig ist. So, na, den wollte ich nicht drücken. Da. So. Ach ja. Wir sind jetzt in Akureyri. Akureyri. Also ich spreche das so, wie ich das lese. Wie sich das wirklich ausspricht, habe ich keine Ahnung. Guck mal, wieder eine Haltestelle mit jemandem dran. Alles schon da für eine Bussimulation. Mach das doch einfach. Auch interessante Ampeln hier. Ach ja, der Polo Fox. Bin ich dann da unterwegs gewesen. Das war also mein drittes Auto. Wie ging denn das weiter? Der Polo Fox, ja, da bin ich dann einige Jahre mit gefahren. Ich denke mal so 1988, 89, aber warum bin ich denn jetzt? Das war nur für die Abbieger. Habe ich den dann verkauft? Genau, und dann kam nämlich, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe ja mal einen Chevrolet Blazer gehabt, so ein Riesending mit so einem roten, mit einem weißen Hardtop drauf. Mein Schwager, der hatte früher mit so großen US-Autos gehantiert und hat da gebastelt. Der hatte auch ein kleines Gewerbe gemacht. Alt-Opel-Dienst, hat alte Opel-Fahrzeuge geholt, Opel Admiral und sowas, ne? Hat die restauriert und dann eben die fertig restaurierten Autos oder auch Teile verkauft. Da kam ja dann auch langsam das Internet und dann auch über das Internet Teile verscherbelt. Das lief ganz gut, ja? So wie ich das in Erinnerung hatte. Und der hatte dann den Chevy eine Weile gefahren, der hat mir den dann angeboten. So habe ich dann den, weil ich viel unterwegs war, der hatte auch schon über 80.000 runter dann, der rote Polo, hab den dann verkauft und hab mir dann den Chevy geholt. Den habe ich aber nicht lang gehabt, ein halbes Jahr, weil der hat so viel Sprit gekostet, aber es war mal ein Erlebnis, mit so einem Chevy zu fahren. Mein viertes Auto war also ein Chevrolet Blazer. War toll, da saß man so hoch wie jetzt hier, so kam man sich vor. Also war schon irre und dann bulk, 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 bulk. Ja, ich hatte ja auch die Lehre durch, ich war ja dann auch schon technische Zeichnerin war ich ja dann bei Hamco Dienstlagen beschäftigt. Da habe ich ganz gut verdient. Da habe ich dann die Antarktis-Forschungsstation gemacht. Das war so die Zeit. Anfang der 90er war das. Ja. Und dann hatte ich kurz einen. Dann ist ja der Chevy, den habe ich dann an einen Opel-Händler verkauft. Genau, so war das. Ich hatte den Chevy an einen Opel-Händler verkauft und habe mir dann da keinen neuen, aber so einen Jahreswagen, wieder einen Polo Fox gekauft. Diesmal in dunkelblau. Dunkelblau. Das wäre dann dritte, vierte, das fünfte Auto war der dunkelblaue Polo Fox. Der hatte 11.000 gelaufen damals, war also gar nichts.
Und dann bin ich da auch gefahren, weiß nicht, 2 Jahre mit. Und eine Freundin von mir, die wollte unbedingt mal Auto fahren. Die war ein bisschen jünger, die hatte noch keinen Führerschein. Sagt, sie könnte, lass mich doch mal fahren. Hat sie so gebettelt und ich, Idiot, habe gesagt, ja, dann fahr. Ja, was macht sie? Fährt 10 Meter gegen den nächsten Baum, Karre Schrott, weil sie Gas und Bremse nicht auseinanderhalten konnte. Ja. Da habe ich das auf meine Kappe genommen. Sie ist nur so einmal um die Ecke. Wie weit ist die gefahren, wenn das mal 50 Meter waren höchstens? Und dann von der Straße runtergekommen, bams, gegen den Baum. Ja. Erstmal nach Hause gelaufen. Handy gab es ja da zu der Zeit noch gar nicht, ne? Also hatte kaum jemand. Ich glaube, das fing da so allmählich an. Die Superreichen hatten ein Handy. Aber, ne, das war eigentlich nicht üblich. Nach Hause gelaufen, da die 2 Kilometer. Und, Polizei gerufen, habe ich gesagt, ja, ich bin da lang gefahren, da ist ein Hund über die Straße gelaufen, habe mich erschrocken und ausgewichen dann gegen den Baum. Ja, die sagten, der ist wohl kaputt, haben das aufgenommen, war in Ordnung. Vollkasko Versicherung hat mir das bezahlt. Eigentlich ist das ja nicht in Ordnung gewesen, ne? Ja. Weiß gar nicht, was ich hier sagen, dann ist verjährt, oder? Das war 1990? 89, 90, 91, so in dem Bereich. Also 89, 90, 91 in dem Bereich. Das heißt, das ist jetzt über 30 Jahre her. Ich erzähle das jetzt einfach. Ja. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich nicht mehr viel dafür gekriegt. Der Vollkasko war aber und dann gab es dafür nicht so viel. Dann habe ich gesagt, pass auf, du musst mir aber irgendwas machen. Da kam dann noch, ich weiß noch, ihre Eltern kamen dann noch zu uns und haben wir darüber gesprochen. Und die hatte einen Sparvertrag mit etwa irgendwie, weiß ich nicht, etwas über 1000 Mark drauf. Ich sag, löst den bitte auf und gib mir das Geld, damit ich da wieder ein einigermaßen Auto verkaufen konnte. Ja, das war schon bitter. Hat sie auch gemacht. Ich sag, komm, das ist dann schon in Ordnung. Hat sie mir das Geld noch gegeben. Ich kriegte von der Versicherung ein bisschen was. Ich hatte selber noch ein bisschen was. Ich habe mir dann, jetzt haltet euch fest, Moment, wie viel haben wir denn jetzt? Alto, der grüne Golf, der rote Polo, dann der Chevy, dann der blaue Polo 5, der sechste war dann ein Manta. Ein rot-schwarzer Manta. War ein roter Manta mit schwarzer Haube. Ein altes Ding. War aber interessant. Ja, ich fahre vorsichtig schon wieder Schnee. Da vorne ist der Mond. Guck mal, ein halber Mond zu sehen. Jetzt ist es wieder glatt, ne? Ja. Ja, habe ich einen Manta gehabt. Den habe ich auch nicht allzu lange gehabt. Der Manta war Auto 6, ne? Und den haben sie mir geklaut vor der Tür. Ich saß abends oder nachts um 2 noch am Rechner. Ich wollte langsam Feierabend ins Bett gehen. Ich saß aber noch am Rechner. Ich glaube, hab den Rechner gerade runtergefahren. Auf einmal hörte ich, weil der Manta, da war der Auspuff so ein bisschen angeschlagen. Der klingelte so ein bisschen. Hatte so ein eigentümliches Geräusch. Und das Geräusch hörte ich plötzlich. Ich gucke aus dem Fenster. Da sehe ich meinen Manta da ausparken und wegfahren. Ich so, what? 5 Schritte bis zum Telefon, sofort die Polizei angerufen. Ich sag, mir ist soeben vor einer Minute mein Auto geklaut worden. Hä? Ja, ich hab das gehört, ich hab das am Geräusch erkannt, weil der Auspuff so ein bisschen klingelt. Und dann habe ich gesehen, da ist einer eingestiegen und weggefahren. Ne? Und, ja, Adresse angegeben und so. Ja, wir fahren, da kommt ein Streifenwagen, der fährt da mal so ein bisschen rum. Ne? Können Sie ja mal eine Straße gehen, der kommt dann da mal hin und fährt dann so ein bisschen in der Gegend und gucken wir mal. So, und dann bin ich rausgegangen auf die Straße und dann kommt der aus einer, der kannte sich wohl nicht aus, der kam aus einer Nebenstraße raus, fuhr in meine Richtung, fuhr an mir vorbei und fuhr die andere Richtung weiter. Der kannte sich nicht aus, der ist da so ein paar Blocks gefahren und hatte irgendwie einen Weg gesucht, da wegzukommen. Aber da waren so ein paar Blocks, da konntest du nur wieder zurückfahren, quasi wie so eine Sackgasse, ne? Und dann konnte ich den an mir vorbeifahren sehen, das war so ein junger Mann mit ziemlich langen, schwarzen, lockigen Haaren. Also eine richtige Mähne hat er gehabt. Und Schnurrbart. Mehr konnte ich nicht sehen da in der Nacht. Und er war kaum... Ah, nicht rutschen, Hilfe! Der war kaum hinten um die Ecke verschwunden, kam an der anderen Seite schon der Streifenwagen. Ich hin, gewunken, der ist gerade da drüben hinten rechts um die Ecke gefahren. Und die dann losgesaust. Dann rechts gefahren, dann hörte ich nur Tatü, Tatü und dann Lautsprecher, ah, anhalten, Polizei. Und dann hörte ich quietschende Reifen und Tatü, Tatü. Ich denke, oje, oje, oje. Ja, und dann irgendwie eine halbe Stunde später kriegte ich dann Besuch von so einem Kripo-Beamten in der Nacht noch. Und der sagt, ja, den haben wir jetzt
eingepottet, den haben wir gekriegt. Das Auto hat eben nur Lenkradschloss ist geknackt, Türschloss ist geknackt, ansonsten ist da so nichts weiter mit. Wird erstmal sichergestellt, das Auto, wird abgeschleppt, Abschleppwagen kommt und dann kriegen sie von uns Bescheid, dass sie den wiederholen können. Ja, ich musste die Abschleppkosten bezahlen und habe da dann eben neues Türschloss da machen lassen und Lenkradschloss habe ich gar nicht erneuern lassen. Das war nur so, dass der einer, den ich kannte, der hat mir das so gemacht, dass das nicht mehr so kratzt an der Lenkstange. Ja. Was hat das Kosten? 1.500 Mark oder so habe ich bezahlt um das Auto. Ja, das ist soweit. Wenn man dann gerade Schulden hat und nichts übrig hat, ist das natürlich ein Problem, ne? Aber ich habe das hingekriegt, konnte das bezahlen so gerade. Boah, ist das glatt hier, ey. Ich fahre hier Slalom, das ist unfassbar. Ja. Ja, so komme ich eben, wenn ich über meine Autos nachdenke, auch an den Manta und dann fällt mir die Geschichte ein, wie sie mir den geklaut haben. Ja, ich konnte den also nach einer Weile wiederholen da von dem Gelände, wo die den abgestellt hatten, habe die Schäden beseitigt und hatte dann auch eine Anschrift gekriegt. Der war übrigens, nicht dagegen fahren, der war übrigens auf Hafturlaub. So blöd muss man sein. Er sitzt im Knast, kriegt Hafturlaub, darf mal Freigang kriegen, ne? Für das Wochenende oder für ein paar Tage und klaut ein Auto. Wie blöd muss man eigentlich sein? Haben sie gleich wieder eingepottet und ich habe dem dann, habe dann eine Adresse gekriegt, da weiß ich noch, habe ich angerufen, das war dann die Mutter von dem und der habe ich das erzählt. Ich sage, hier, ihr Sohn, der hat mir mein Auto geklaut, ist erwischt worden. Ach, das ist doch falsch, ich muss doch hier drücken. Und ich habe jetzt hier 1.500 Euro Schaden, ne? Möchte ich ersetzt haben. Ja, sagt, was habe ich denn damit zu tun? Da müssen Sie an meinen Sohn wenden. Ich habe da nichts mit zu tun. Hat die Polizei mir schon prognostiziert, dass das nicht viel bringt, aber ja. Ich bin dann zum Anwalt gefahren. Ich habe einen Titel gekriegt über den Betrag und kriegte irgendwann einen Brief aus der JVA. Da hat er sich dann entschuldigt dafür. Ne? Ja, ich weiß. Und ich hätte jetzt als, ja, ich hätte ja, das ist ja 30 Jahre gültig, ne, der Titel. Da hätte ich dann später irgendwann, wenn er dann mal aus dem Knast kommt, den Titel dann irgendwie wirksam machen können und ihm dann irgendwie, was weiß ich, Lohnpfändung oder was. Aber ich sag mal, wenn der das geschafft hat, aus dem Knast zu kommen, weiße Weste hat und arbeiten geht, weil eine Lohnkündigung, also eine Lohnpfändung ist ein Kündigungsgrund. Wenn der dann schafft, eine Arbeit zu kriegen und ich, damit ich meine paar Kröten da kriege, er dann seinen Job deswegen verliert, dann ich sag, komm, scheiß der Hund was drauf. Ja. Ja, da bin ich drauf sitzen geblieben auf den Kosten. Danach, nach dem Manta kam der Dodge. Das war auch so ein Pickup, so ein richtiges US Army Pickup, auch wieder von meinem Schwager damals. Der hatte so US-Fahrzeuge auch und das war so ein richtiger Dodge Pickup, so eine richtig alte Karre. In Tarnfarben noch, von der US Army. Hat auch Spaß gemacht, das war gut. Damit habe ich den Umzug dann gemacht in meine Eigentumswohnung. Das muss dann so gewesen sein um 92 rum, 92, 93. Ist das siebte Auto, wenn ich richtig mitgezählt habe, ne? Boah, ist das schön hier, die Gegend. Ich sollte vielleicht mal öfter auch mal rausgucken mit euch, ne? Ja. Den habe ich aber auch nicht lang gefahren, so ein halbes Jahr. Oh, da muss ich stehen bleiben, der kommt mir zu schnell dann. Auch ein Renault, hi! Ja, dann fahren sie ab. So, was haben wir denn? 3:45 morgens, wunderbar. Nicht die Polizei anschramsen. Sollten wir vielleicht mal tanken? Nö, nö. Ach, brauchen wir noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Oh, da kommt gleich eine Kamera. Ja. Jetzt überlege ich gerade, was kam... Ach ja, den Dodge habe ich, der hat auch so viel, 20 Liter Sprit gefressen, habe ich ein halbes Jahr, habe ich damit gefahren. War spaßig, auch ein paar Anekdötchen erlebt. Und dann kam meine Mutter, die hat mich dabei unterstützt. Und dann haben wir ein neues Auto gekauft. Das war dann mein zweiter Neuwagen. Und das war wieder ein Renault, das war ein Renault Clio. Damals ein roter Renault Clio bei Autohaus Matten in Oberhausen-Schmachtendorf. Niegelnagelneu. Boah, ist das schön hier. Gut, dass hier eine Kamera ist. Die müssen wir auf jeden Fall erwischen. Aber die habe ich schon mal geguckt, sehe ich gerade. Ich kann mich aber nicht erinnern. Ach doch, jetzt erinnere ich mich. Hier. Da, das ist da bei den Geysiren. Dann können wir die doch eigentlich schlabbern, oder? Ach komm, fahren wir nochmal hin. Ist ja nicht weit. Da kann man bestimmt auch gut drehen. Jetzt erinnere ich mich schwach, dass wir hier waren. War das nicht im Zug, als wir mal so eine Querstrecke gefahren sind hier? So, fahren wir mal da rein. Ja, das war der Clio. Das Auto 7, ne? Wenn ich richtig mitgezählt habe.
So. Ja, guck mal, ist auch die Zeit langsam abgelaufen. Gucken wir uns hier die Geysire nochmal an. Und wir gucken auch mal gleich auf die Map, wie weit wir denn schon sind. So, Motor aus. Morgens um 4:30. Nebelig hier. Da ist so eine Aussichtsplattform hingebaut. Ja, ich meine, aber da hätte man die auch ein bisschen höher machen können. So eine Treppe nach oben, das Ganze mal so 6, 7, 8 Meter hoch, damit man auch besser gucken kann, oder? Das war alles. War nicht viel, ne? Ah, mal die Füße vertreten so ein bisschen hier. Gehen wir doch mal dahin. Das mache ich mal schön langsam. Immer noch zu schnell. So. Ja. Ja, das bringt ja nichts. Da hätte man aber auch dann, wenn schon, das ein bisschen höher machen können. Klettern wir mal rüber hier. Was filmst du denn da? Ach, guck mal, hier haben sie richtig, der Schnee ist so ein bisschen weg. Dann ist das warme, ne? Heiße Gase. Naja, das ist ja vulkanisch aktiv hier, ne? Auf Island. Guck mal, sogar ein Geräusch. Das geht real natürlich nicht. Noch so ein Film, Heinz. Aber wir gehen mal ein bisschen hier. Wir lassen mal die Drohne starten und gucken uns das mal von oben an. Das war ein bisschen schneller noch. Ja, wer das Tutorial gesehen hat, der kann das jetzt auch machen. Weil ich bin erstaunt darüber, wie viele schreiben, ja, ich kann das ja nicht, ich habe ja keine Flycam. Dabei ist das eigentlich ganz einfach. Keine große Sache, die einzustellen. Ja. Ja gut, dann geht's hier demnächst an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und vor allem fürs Zuhören, mein Gesabbel. Ja, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei und dann fahren wir von hier aus weiter. Wir haben noch, wie viel haben wir denn noch vor der Brust? Lass doch mal gucken. Kann man das hier sehen? Das geht so nicht, ne? Ja, ist auf jeden Fall noch genug. Bis dann, bye bye und tschüssi.